Vieles ist unerforscht und viel gibt es noch zu entdecken in der alten Musik. An der MUG studiert man sie seit 1994. Aber was fasziniert junge Studierende an der alten Musik? Gerade im Ensemble spielen macht sehr, sehr viel Spaß und zusammen Sachen zu arbeiten. Und es ist ein sehr, sehr freundschaftliches Klima und das macht es sehr angenehm. Der Studiengang Alte Musik ist eine praxisorientierte Ausbildung. Man bespielt historische Instrumente und erforscht frühe Musikaufzeichnungen. Mit 11 Studienangeboten im Bachelor und 13 im Master. Bei den 11 Bachelorstudien sind es historische Tasteninstrumente. Da sind 3 dabei, das ist Cembalo, Orgel und Klavichord. Dann gibt es ein eigenes Bachelorstudium für Cembalo, für historische Violininstrumente, historische Celloinstrumente, historische Kontrabassinstrumente, Viola da Gamba, historische Oboeninstrumente, historische Fagottinstrumente, Traversflöte, Blockflöte und Laute. Zusätzlich im Masterangebot haben wir dann auch noch Master in Hammerflügel, also in Fortepiano, und zusätzlich einen Master in Barockgitarre. Für die Zeitreise in die Musik unserer Vorfahren, da geht man zurück bis ins 8. Jahrhundert, in die Zeit des Gregorianischen Chorals. In christlichen Schriften wird immer wieder auch von der Harfe und von der Fiedel und vor allem von der Orgel eben als Königin der Instrumente gesprochen. Wir wissen auch, dass es bei den Römern schon eine wasserbetriebene und luftbetriebene Orgel, die Hydraulis, gab. Also es gab schon wirklich seit langer, langer Zeit Instrumente. Und diejenigen, die sie heute spielen, sollen Teamwork und Selbstverantwortung lernen. Kooperationen gibt es mit anderen Forschungseinrichtungen. Konzerte und Meisterkurse in familiärer Atmosphäre, das gefällt den Studierenden. Weil mich Oboe schon immer interessiert hat, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das mal ausprobiere und dann ist gleich ein Ton rausgekommen und das war gleich Wahnsinn. Und seitdem studiere ich und dann habe ich Bachelor angefangen danach. Ich glaube, das Spannende für junge Menschen ist, dass sie tatsächlich durch die Beschäftigung mit historischen Quellen eine neue Sprache, einen neuen Klang und eine neue Interpretation von alter Musik finden. Wer alte Musik neu interpretieren lernen will, der findet alle weiteren Infos auf der Website www.muck.ac.at.